liebe Kirmesbesucher. Was für ein Bild. Klasse. Ich muss sagen, ich bin begeistert. Und bevor ich dann zum offiziellen Teil komme, also meiner Rede, vielleicht noch ein paar Anmerkungen und vielleicht geben Sie mir noch die Gelegenheit, auch noch ein paar Ehrengäste zu begrüßen. Der ein oder andere hat sich natürlich gefragt, warum wir gerade um 7:30 jetzt die Kirmes eröffnen. Und Sie wissen ja, warum. Sie merken es. Wir haben natürlich gewusst, dass das Wetter erst um 7:30 gut ist. Und deshalb treffen wir uns heute erst um 7:30 hier. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir haben keine Kosten und Mühen gescheut und wichtige Ehrengäste eingeladen und eingeflogen. Und deshalb möchte ich die Ehrengäste herzlich begrüßen. Als erstes die Frau Landtagsabgeordnete und die Vizepräsidentin des Rheinland-Pfälzischen Landtages, Frau Astrid Schmidt. Herzlich willkommen. Ich begrüße von Herzen die Landrätin des Landkreises Lukaneifel, Julia Gieseking. Herzlich willkommen. Den Verbandsgemeindebürgermeister Hans-Peter Böfken, herzlich willkommen. Aber wer Hans-Peter kennt, der weiß, er hat ja auch nicht nur seine große Familie als Hobby, sondern auch den Fußball. Und Schalke spielt heute Abend um 8:30 gegen meinen Verein, gegen den HSV. Und deshalb wird er auch in einer Stunde das Fest verlassen. Aber ich kann dir jetzt schon sagen, du hättest auch hier bleiben können. Ja, und jetzt komme ich noch zu einer besonderen Situation, was mich vor allem verbindet mit zwei Herren aus Brüm und aus Daun. Seit ich im Amt bin, habe ich auch immer versucht, über die Stadtgrenzen hinaus immer Kontakt zu halten zu meinen Kolleginnen und Kollegen und vor allem auch in dem Fall Kollegen. Und wir sind freundschaftlich gut verbunden und ich freue mich, dass Herr Stadtbürgermeister Friedhelm Mader aus Daun meiner Einladung gefolgt ist. Herzlich willkommen, lieber Friedhelm. Aber auch die Einladung ging aber auch gen Westen, nämlich Richtung Brünn, an meinen Kollegen, Herr Stadtbürgermeister Dr. Johannes Reuschen. Lieber Johannes, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ja, Gerolstein hat die Gerolsteiner Staatssoldaten, aber Gerolstein hat natürlich auch die Eifel-Kaserne. Deshalb freue ich mich auch sehr, dass der Kommandeur Herr Oberstleutnant Sascha Günther heute Abend hier anwesend ist. Herzlich willkommen, Herr Günther. Und bevor ich dann jetzt zur Rede komme, noch einige Grüße. Ich grüße vor allem die Mitglieder des Stadtrates, die heute anwesend sind und die Fraktionsvorsitzenden, die mich gleich unterstützen werden beim Freibierausschank. Ein Dank geht vor allem auch an, obwohl ich gleich in meiner Rede auch das noch mal ein bisschen allgemeiner halte, möchte ich mich aber auch mal speziell bedanken. Ich möchte mich speziell bedanken bei Helmut Pavlak, dem Bauhofsleiter und seinen Männern, die hier wirklich im Vorfeld viel gearbeitet haben, noch sonst viel arbeiten. Schön, dass ihr heute hier seid und wir trinken gleich noch ein Bierchen zusammen. Ich bedanke mich bei Frank Reuter und seinem Team. Frank Reuter macht seit Jahren für die Stadt Gerolstein im Auftrag die Organisation dieser Kirmes und das ist es wirklich dieses Jahr super gut gelungen, weil, wie Sie alle wissen, in Zukunft werden wir ein bisschen enger zusammenrücken müssen aufgrund von Baumaßnahmen, von Bau eines zentralen Omnibusbahnhofs hier an der Stelle oder dem Bau der Hochbrücke ab 25. Da werden uns ein paar Plätze fehlen für die Kirmes, aber das ist dann so und dann wird es halt ein bisschen kuscheliger. Aber das kriegen wir auch noch gut organisiert. Lieber Frank Reuter und dein Team, vielen Dank. Dann möchte ich mich auch bedanken bei den vielen Schaustellern und bei den Familien, die seit Jahrzehnten uns hier in Gerolstein treu sind und auch hier immer sehr herzlich willkommen sind und auch eine ganz große Anzahl hier am Bierstand stehen. Auch zu euch komme ich gleich noch. Schön, dass ihr wieder hier in Gerolstein seid und hoffen wir auf eine schöne Kirmes. Zu guter Letzt möchte ich die Vereinen danken, die heute hier sich organisiert haben und unsere trockenen Kehlen etwas zu benässen, die in bewährter Manier, das wisst ihr ja, das ist der Sportverein, das ist die Freiwillige Feuerwehr, das ist von der Champion Sports Bar, der Wirt und viele verschiedene kulinarische Angebote. Und zuletzt möchte ich natürlich den Gerolsteiner Stadtsoldaten danken.
dass Sie wieder so imposant dafür gesorgt haben, dass wir hier heute ein ganz tolles Bild haben. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Besucherinnen und Besucher, herzlich willkommen zur Eröffnung der Gerolsteiner St. Anna Kirmes. Es ist mir eine große Freude, Sie alle hier begrüßen zu dürfen und gemeinsam diesen feierlichen Moment zu erleben. Die Gerolsteiner St. Anna Kirmes ist seit vielen Jahren ein Höhepunkt in unserer Region. Sie verspricht nicht nur Jahrmarktsspaß und Vergnügung, sondern bietet auch eine wunderbare Gelegenheit, die Gemeinschaft zu stärken und frohe Stunden miteinander zu verbringen. Eine Kirmes ist eine Zeit des Miteinanders, in der Jung und Alt zusammenkommen und gemeinsam zu feiern. Hier treffen wir alte Bekannte, knüpfen neue Kontakte und tauschen uns aus. Die Kirmes ist ein Ort der Begegnung und des Austauschs. Und diese Gemeinschaft macht unsere Kirmes hier in Gerolstein so besonders. Ich möchte allen danken, die in den letzten Wochen und Monaten hart daran gearbeitet haben, diese Kirmes vorzubereiten und zu organisieren. Nochmals wie eben genannt, ein besonderer Dank geht an die Vereine, Unternehmen und Helfer, die mit ihrem Engagement und ihrer Unterstützung dafür sorgen, dass diese Bilderbuch-Kirmes überhaupt erst möglich wird. Liebe Kirmesbesucherinnen und Kirmesbesucher, ich lade Sie herzlich ein, entdecken Sie die verschiedenen Fahrgeschäfte, genießen Sie die kulinarischen Köstlichkeiten und lassen Sie sich von den vielen Attraktionen begeistern. Ob Karussell, Autoscooter oder Riesenrad, es ist für jeden Geschmack und jede Altersgruppe etwas dabei. Nehmen Sie sich die Zeit, um die einmalige Atmosphäre der St. Anna Kirmes auf sich wirken zu lassen. Genießen Sie das fröhliche Lachen der Kinder, das bunte Treiben, die tollen musikalischen Darbietungen und die funkelnden Lichter. Nutzen Sie die Gelegenheit, um den Alltag zu entfliehen und gemeinsam mit Ihren Lieben unbeschwerte Stunden zu verbringen. Stadtsoldaten, Herr Kommandeur. Möge es uns allen viel Freude, spannende Erlebnisse und unvergessliche Momente schenken. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen, unbeschwerten Kirmesbesuch. Genießen Sie die nächsten Tage in vollen Zügen und machen Sie die Gerolsteiner Kirmes zu einem unvergesslichen Highlight des Jahres. Vielen Dank! Und jetzt gibt das Freibier. Ich bitte die Stadtratsmitglieder, bitte mich zu unterstützen beim Verteilen. Ja, ist okay. Ich ist gut. Ja, ja. Zum Glück.
Käse mit haben. Darf ich dir auch zwei abnehmen?